The Arsenal x Renault R4. Dieses Konzept wurde anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des legendären Renault 4 entwickelt. Dieses Konzept ist ein gemeinsames Projekt von Renault und dem amerikanischen Startup-Unternehmen The Arsenal. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein Auto, sondern um einen Quadrocopter. Ausgestattet mit 4 Kohlefaserpropellern kann der R4 bis zu 700 Meter hoch fliegen und eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erreichen. Das Antriebssystem ist elektrisch und wird von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 90.000 mAh gespeist. Der einzige Beigeschmack: alle diese Merkmale werden vom Entwickler als optional deklariert. Das Projekt wurde in nur 6 Monaten umgesetzt und ist Teil einer Werbekampagne für eine neue Version des Renault 4, die im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll. WMC 250 EV. Das Fahrzeug, das ihr auf euren Bildschirmen seht, ist potenziell das schnellste Elektromotorrad der Welt. Das Konzept wurde von dem britischen Unternehmen White Motorcycle Concepts entwickelt und soll die Fortbewegung auf 2 Rädern revolutionieren. Auffällig ist das unkonventionelle Design mit einem offenen Aerotunnel an der Front, der den Luftwiderstand reduzieren soll. Das Ergebnis ist ein Luftwiderstandsbeiwert, der um 69% niedriger ist als der seines nächsten Konkurrenten bei nur 0,118. Tests des Konzepts sind noch geplant, aber das Unternehmen plant, den bestehenden Rekord von 367 km pro Stunde zu übertreffen und das Motorrad auf mehr als 400 km pro Stunde zu bringen. Lexus ROV. Lexus hat vor ein paar Wochen sein neues geländegängiges Quadbike vorgestellt. Die Leistungsmerkmale in diesem Konzept sind jedoch bei weitem nicht die wichtigsten. Der Kern ist der Betrieb mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor. Der Brennstoff dafür wird unter hohem Druck im Tank auf dem hinteren Teil der Karosserie gespeichert. Die Einspeisung erfolgt durch eine präzise und direkte Einspritzung. Der Hersteller versichert, dass das Modell nur eine minimale Menge an Motoröl verbraucht und dass die Gesamtemissionen des Lexus ROV nahe bei Null liegen. Ascendance Flight Technologies ATEA. Als nächstes ist ein hybrid-elektrisches Flugzeug mit vertikaler Landefähigkeit an der Reihe, das von der französischen Firma Ascendance Flight Technologies entwickelt wurde. Der ATEA ist für die Beförderung von 5 Fahrgästen ausgelegt, kann bis zu 400 km Strecke überwinden und ist für den Einsatz auf Stadt- und Regionalbahnen vorgesehen. Ein System von Luftschrauben und Propellern sorgt neben seiner kompakten Größe für eine einfache Landung. Vergleicht man die ATEA mit modernen Flugzeugen ähnlicher Kapazität, so wird das Konzept wesentlich umweltfreundlicher. Die Luftemissionen werden um 80% reduziert und der Lärmpegel ist 4-mal niedriger. Die ersten Tests des Flugzeugs sind für das Jahr 2023 geplant, die Serienproduktion für 2025. Nissan Ariya Single-Seater Concept. Seit mehreren Jahren arbeitet Nissan an seinem neuesten Elektro-Crossover-Coupé, dem Ariya. Vor ein paar Wochen hat die Marke jedoch ein brandneues Konzept vorgestellt. Er ist Teil eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts, das zeigen soll, wie der Antriebsstrang des Nissan Ariya auf dem Fahrgestell eines einsitzigen Rennwagens funktionieren könnte. Er bietet auch einen Ausblick auf die Zukunft der elektrifizierten Sportwagenmarke von Nissan. Die Herausforderung für die Designer bestand darin, eine Karosserie zu entwerfen, die im wahrsten Sinne des Wortes wie aus der Luft selbst geschaffen ist. Und da das Konzept zu Demonstrationszwecken vorgestellt wurde, wurden keine Spezifikationen angegeben. REE Leopard. Und hier ist ein Konzept, das uns allen einen Blick in die Zukunft ermöglicht und zeigt, welche Art von Technologie bald für die Zustellung verantwortlich sein wird. Der Leopard ist ein Lieferwagen des israelischen Unternehmens REE, der auf der vielseitigen modularen Plattform REE Board e.V. aufgebaut ist. Dieses Fahrzeug ist speziell für die Zustellung kleinerer Sendungen in Großstädten konzipiert. Die Idee der Marke ist jedoch viel ehrgeiziger. Der Aufbau des Transporters kann bei Bedarf vom Fahrgestell getrennt werden.
An seiner Stelle kann ein Passagiershuttle oder sogar ein gewöhnlicher Personenwagen installiert werden. Diese einzigartige Konstruktion wird es ermöglichen, eine völlig neue Art von Fahrzeugflotte zu schaffen mit mehr Möglichkeiten als je zuvor. Für jede spezifische Aufgabe wird in kurzer Zeit das optimale Fahrzeug zusammengestellt. Natürlich wird die Plattform mit Strom betrieben und verfügt über ein hohes Maß an Autonomie. New Holland & Pin Infarina Traktor. Das Jahr 2022 steht nicht nur für die Welt der Personenkraftwagen und des öffentlichen Verkehrs. Im Dezember 2021 wurde ein gemeinsames Projekt von zwei bekannten italienischen Unternehmen, Pin Infarina und New Holland, vorgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Traktor, der aufgrund seiner technischen und betrieblichen Merkmale für den Einsatz in Weinbergen der Spitzenklasse geeignet ist. Das Modell zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus, seine Breite beträgt nicht mehr als 1,5 Meter und das Gleis erlaubt es, zwei Reihen von Sträuchern zu unterfahren. Auf diese Weise kann der Traktor ungehindert über dicht bepflanzte Felder fahren. Auf diese Weise werden die höchsten Trauben in der Champagne, in Bordeaux und im Burgund angebaut. Die Maschine wird von einem Hybrid-Antriebssystem betrieben, wobei jedes Rad über einen eigenen Elektromotor verfügt. Opel Manta GSE Elektromod. Dieses Konzept nimmt den beliebten Opel Manta GTE aus den 1970er Jahren auf und gibt ihm einen völlig neuen, modernen Look. Die Änderungen wurden natürlich auch an der technischen Seite des Fahrzeugs vorgenommen. Der Opel Manta GSE Elektromod überzeugt mit einem 147 PS Elektromotor. Aber beim Getriebe entschied man sich für ein mechanisches Vierganggetriebe, um den Geist einer vergangenen Ära zu bewahren. Die angegebene Reichweite beträgt 200 Kilometer, wofür die Batteriekapazität von 31 Kilowattstunden verantwortlich ist. Exterieur-Highlights sind neue Leichtmetallräder, dreidimensionale Rundscheinwerfer und eine ungewöhnlich geformte Kofferraumklappe. Eine optimale Kombination aus klassischem Retro und modernem Styling. BMW Concept XM. Entschlossen, kraftvoll und ausdrucksstark, so beschreibt BMW sein neuestes Performance-Car. Der XM zeichnet sich durch einen langen Radstand, kraftvolle Proportionen und eine zweifarbige Karosserielackierung aus. Besonderes Augenmerk liegt auf dem hinteren Stoßfänger mit den senkrecht stehenden sechseckigen Doppelendrohren. Der elektrische V8-Antriebsstrang liefert bis zu 750 PS und ein Drehmoment von 1000 Newtonmetern. Das Modell ist für den Stadtverkehr konzipiert und hat daher nur eine geringe Reichweite von etwa 80 Kilometern. Das Concept XM ist so konzipiert, dass es nahezu geräuschlos ist und emissionsfrei fahren kann. Für die Innenausstattung werden Materialien wie Leder, Samt und Kohlefaser verwendet. Eine interessante Besonderheit ist die prismatische 3D-Decke, die von einem diffusen Licht ringsum beleuchtet wird. IONIQ 7. Auch die asiatischen Autohersteller haben etwas zu bieten. Ende 2021 stellte Hyundai sein neues Elektro-Crossover-Konzept vor. Für die Marke ist dies ein weiterer Schritt in Richtung eines Elektro-SUVs in voller Größe. Der IONIQ 7 basiert auf der eGMP-Plattform, auf der bereits einige andere Fahrzeuge der Marke aufgebaut sind. Das Modell hat eine Reichweite von 480 Kilometern und benötigt etwa 20 Minuten, um die Batterie von 10% auf 80% aufzuladen. Ein interessantes Außendetail war die Pixelbeleuchtung. Die Fahrlichter wurden durch einen Streifen über die gesamte Breite der Karosserie ersetzt. Die Felgen verfügen über eigene aktive Aerodynamikelemente, die bei Bedarf aus- und eingefahren werden können. AB6 Jet Quad. Lasst uns über das neueste Konzept einer etwas weniger bekannten Marke sprechen, der US-amerikanischen Fusion Flight. Der AB6 Jet Quad ist ein Quadrocopter, dessen Rotoren durch Mikroturbinen-Düsentriebwerke ersetzt wurden.
Es wurde auf eine maximale Geschwindigkeit von 400 km pro Stunde ausgerüstet. Das maximale Startgewicht beträgt 60 Kilogramm, wovon 20 Kilogramm auf die Treibstoffreserve entfallen. Die Fähigkeit, vertikal zu starten und zu landen, ist ein wichtiger Vorteil. Und dank seiner kompakten Größe passt der AB6 Jet Quad sogar auf eine Fläche von einem Quadratmeter. Der Quadrocopter ist völlig autonom und kann bis zu 100 Kilometer weit fliegen.